Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Dark Souls Prepare to Die Edition. Ich habe ein bisschen versucht. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und habe geguckt, ob ich vielleicht Olasile irgendwo finde. Habe ich nicht. Dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja nochmal mit Gau reden. Ich habe jetzt schon gegen den Grachen gekämpft und war nicht erfolgreich. Vielleicht hätte er jetzt nochmal was Neues zu sagen. Hello there. What of Calamit? He is an ancient dragon. Skyward or no? He will not be put down easily. Da hat er eben leider recht. Me, there's very little to be said. What good is a dog with no hairs to hunt? But I'm lucky to be alive, I suppose. Me, there's very little to be said. But I'm. Ja, der hat eigentlich auch nichts, das uns wirklich weiterhilft in diesem Spot gerade. Außer eben seinen großen Pfeil, von dem wir jetzt 11 Stück haben. Aber ja, keine Ahnung. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich denke, dass die zum Beispiel sehr effektiv werden gegen den Drachen jetzt, weil er den damit auch runtergeholt hat. Aber keine Ahnung. Ich werde einfach nochmal zurück zum Drachen Kalamit gehen und es nochmal aufs Neue versuchen. Dass Olasile also nirgendwo zu finden ist, verwundert mich halt ein bisschen. Ich frage mich, ob man die nochmal sehen wird irgendwo, ob die nochmal irgendwo erscheinen wird, ob ich hier noch irgendwie einen Boss verpasst habe oder so. Ich würde mir jetzt einbilden, dass Manus quasi der Endboss ist und das Kalamet, also oder war besser gesagt, und das Kalamet, also der Drache, quasi nur so ein optionaler Quest ist, den man halt machen kann, aber nicht machen muss. Das würde ich jetzt mal so einschätzen, quasi. Und generell würde ich sagen, das Kalamet bisher tatsächlich mit Abstand der stärkste Gegner hier in dem Gebiet ist, zumindest für mich quasi, weil dem sein Moveset halt, sagen wir mal so, er macht sich halt nie irgendwie seine Deckung auf, er macht sehr wenige Attacken, nach denen man zuschlagen kann. Das dauert immer sehr lange, bis man eben, bis man quasi eine Chance bekommt, ihm Schaden zu machen. Das heißt, man muss sehr lange gegen ihn überleben und seine Attacken sind relativ stark. Deswegen würde ich sagen, ist es eben der stärkste Boss hier. Also ich würde sagen, der erste Boss war definitiv der leichteste. Ritter Artorias war vielleicht ein bisschen schwerer als Manus auch noch, wenn ich das so, einschätzen sollen könnte, würde, hätte, dürfte, müsste und so. Naja, ich werde jetzt als allererstes mal zu der Kiste rushen und vielleicht kriege ich ja die Kiste gelootet, bevor Kalamet ausrastet. Und mich wundert halt auch, dass diese Steine so komisch angeordnet sind. Ich frage mich tatsächlich, ob man da nicht hochgehen kann und sie dafür sorgen kann, dass man die Sachen eben looten kann, vernünftig oder so. Also oder eine Sprungattacke oder so, ich weiß es nicht, warum die Steine da sind, wie sie sind. Das interessiert mich auch noch, ob das im Bosskampf relevant ist oder nicht. Das wären noch interessante Fragen. Naja, wie gesagt, als erstes werde ich jetzt mal die Kiste hier looten und mal gucken, ob da irgendwas Interessantes drin ist. Ich hoffe, dass es keine böse Kiste ist, eine graue Scholle nochmal. Nehmen wir. Huch. Autsch. Ach, Mann. Und bekommen natürlich erstmal direkt eine dicke Abreibung von Kalamet verpasst. Was to be expected irgendwie, also. Okay, ach, das war der worst possible spot, um zu Estusen, glaube ich. Aber wir können uns rumrollen, während er sein Feuer macht. Und dann kann der Kampf jetzt auch mal beginnen, eigentlich. Ja, da war mein Roll-Timing ziemlich schlecht. Das ist sowieso so, dass es gar nicht so einfach ist, immer zu entscheiden, wann man denn am besten rollen kann und wann nicht. Vor allem gegen den Gegner, gegen den man noch nicht so oft gekämpft hat. So. Kalamet. Ja, jetzt machst du wieder Feuer. Also während er Feuer macht, kann man sich eigentlich gut ran nähern. Oh, aber... Ach! Okay, jetzt weiß ich auch mal, was die Attacke ist. Da hat irgendwie... Hat irgendwie ein Fluch oder sowas auf mich gecastet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls hat er mich damit volle Kanone erwischt. Ich weiß nicht, was das ist und ob das gut ist, dass er das auf mich gecastet hat. Wahrscheinlich mal nicht, ne? Ich auch noch nicht versucht habe, es eben genau so auf ihn zuzugehen. Wahrscheinlich ist das nicht das Beste, was man machen kann. Okay. Der Fluch, den er auf mich... Ich sag mal, der Buff, Debuff,
wie auch immer, dass er auf mich gecastet hat, ist jetzt wieder weg. Das ist okay. Ich kann gerade nicht blocken. Jetzt könnte ich wieder blocken, vernünftig. Okay. Ja, Kalamet, ich weiß es nicht. Was mich halt am meisten in diesem Kampf schon wieder ärgert, ist, dass der einen Schwanz hat und dass man den wahrscheinlich abhacken sollte. Oh, nicht gut. Ja gut, da habe ich einen Hit von dem Feuer nur genommen. Ich hätte gedacht, da trifft er mich öfter. Ich denke, ich kann Estusen. Denn seine Attacken sind ja alle relativ langsam auch. Okay. Ach, das ist so schwer, den Schwanz von dem zu treffen. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist echt richtig schwer. So, okay. Einmal gerollt, nochmal gerollt. Und tatsächlich geschafft. Oh, oh. Ach ja, jetzt macht er wieder den hier. Er scheint tatsächlich nur zu treffen, wenn man da echt nah dran ist. Ja, das war, warum er mich gerade auch nicht trifft, weiß ich nicht. Also entweder stehe ich immer so glücklich oder... Ah, okay. Er hat volle Kanne getroffen. Ja, gut, Kalamet. Ach ja, jetzt macht er wieder seinen Feuerkäse. Aber wir haben ja schon rausgefunden, dass die Feuerattacken alle ziemlich einfach zu dodgen sind eigentlich. Das sollte er aufhören damit. So, mach mal was anderes bitte. Okay, die Feuerattacke war nicht so einfach zu dodgen. Ich denke, ich kann Estusen. Wie gesagt, alle seine Attacken sind ziemlich langsam. Und er bereitet sich auch immer ewig darauf vor, eine Attacke zu machen. Oh, die Attacke habe ich sogar falsch interpretiert. Das ist, glaube ich, nicht möglich, den in den Schwanz abzuhacken. Also, zumindest nicht mit normalen Mitteln. Keine Ahnung. Ich sehe nicht, wie man das schaffen soll. Also, es sei denn, man macht das irgendwie mit Pfeil und Bogen. Da muss man aber echt gut sein im Dodgen, glaube ich. Holla die Waldfee. Apropos Pfeil und Bogen und Dodgen und so. Eigentlich könnte ich das ja versuchen mal. Okay, ich kann jetzt nicht mehr blocken, das heißt, ich muss jetzt echt vorsichtig sein. Ach so, so schieße ich. Ach so, ich habe ihn nicht anvisiert gerade. Okay, jetzt muss ich tatsächlich gut rollen. Das macht ihm nicht so viel Schaden, Pfeil- und Bogen-Style. Aber es ist ein relativ sicherer Style, denke ich auch, eigentlich. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich vernünftig rolle. Oh, ich bin hier im Wasser. Ich will nicht im Wasser sein, da bin ich so langsam. Okay, das war gut. Oh, jetzt habe ich ihn nicht anvisiert. Fuck, und ich habe aus Versehen den Blockknopf gedrückt, wo normalerweise mein Schild ist. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich versuche, hier mit Pfeil und Bogen was zu reißen. Das ist eigentlich ziemlich cool, jetzt mit Pfeil und Bogen zu versuchen. Vielleicht lerne ich dann endlich mal dodgen, richtig. Wobei der Gegner nicht der beste Gegner ist, um dodgen zu lernen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, und gleich nochmal einen hinterher. Das ist ja unfair, was du da treibst. Das finde ich nicht cool. Huch, warum habe ich dich nicht mehr anvisiert? Ich weiß es nicht. Oh, joi. Ah, ich bin froh, dass ich nochmal auf mein Schild gewechselt bin. Ich würde sehr gerne eigentlich nochmal probieren, auf die Leiter zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass es Erfolg gekrönt sein würde, auf die Leiter da zu gehen. Autsch. Chill doch mal, Kalamet. Okay. Ja, wenn er das macht, das ist eigentlich... Keine Ahnung, die Attacke ist eigentlich immer so ein Free-Roll für mich. Da kann ich nämlich jedes Mal heilen oder sonst was machen. Normalerweise sollte er mich eigentlich nicht mehr treffen damit. Nehmen wir gleich Doppel-Estus, ja, schön. Ich werde nochmal versuchen, einfach die Leiter hochzuklettern und dann von oben eine Jump-Attacke zu machen oder so. Keine Ahnung, ob er mich da vorher nicht schon mit Feuer runterholen wird oder was passieren wird. Ich werde es einfach mal versuchen und ja, wir werden sehen. Das ist einfach nur mal so ein dummer Gedanke, den ich gerade habe, glaube ich. Was machst du jetzt? Holst du mich von der Leiter schon runter? Runterholen tut er mich nicht, aber er trifft mich schon, oder? Nee, der killt mich, wenn ich versuche hochzugehen, dann killt er mich instant.
Wie gesagt, ich bin noch in der Probierphase. Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu dämlich an gerade. Aber irgendwie habe ich den, also irgendwie denke ich, dass das gar nicht mal so falsch ist. Also, da hochzugehen und versuchen, eine Jump-Attacke auf ihn zu bekommen. Ich werde das, glaube ich, gleich nochmal probieren. Wie gesagt, Ola Siele. Ich habe mich hier ein bisschen umgeguckt in der Gegend. Ich habe auch vorne beim Pilz mich umgeguckt. Habe ich einfach nicht mehr gefunden. Ich hoffe, dass sie, dass man die nochmal sieht, dass man nochmal mit ihr sprechen kann oder so. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass sie woanders zu finden ist jetzt. Also, dass sie vielleicht in der echten Welt wieder ist oder so. Dass man da mit ihr sprechen muss. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Außerdem habe ich mir, habe ich ja gesagt, ich weiß gar nicht, vor dem letzten Part habe ich, glaube ich, bei Logan den letzten Spell gekauft. Jetzt habe ich zumindest jeden Spell, der Logan verkauft, einmal im Inventar. Was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, dass obwohl ich die Spelle, die Spells von Logan alle einmal hatte, dass der, dass man die nochmal kaufen konnte bei ihm teilweise. Obwohl ich die eben schon alle einmal hatte. Ich frage mich, ob das irgendeine Bewandtnis hat, ob man die Spells mehrfach kaufen kann und sollte oder ob alles einmal reicht oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da muss ich mich, keine Ahnung, da muss ich vielleicht nochmal mich genauer informieren, wie das dann mit den Spells wirklich funktioniert. So, ich werde jetzt nochmal, wie gesagt, Kalamed versuchen, indem ich nicht die Leiter runtergehe, sondern den anderen Weg runtergehe und dann mal auf einen von diesen Dingern stehen bleibe und hoffe, dass man ihn trotzdem triggert. Ich hoffe es echt, dass das irgendwie, das, also keine Ahnung, vielleicht kann man so auch an den Schwanz rankommen. Okay, damit hat man ihn noch nicht getriggert. Jetzt auch noch nicht. Ich würde mal schätzen, dass der erst kommt, wenn man ganz unten ist, leider. Wahrscheinlich. Ja. Oder kommt er jetzt schon? Nee, der kommt erst, wenn man ganz unten ist. Ja gut, dann würde ich jetzt einfach nochmal die Leiter jetzt hochklettern. Instant. Kletter, kletter, kletter. Und das dauert ja ein bisschen, bis der herkommt. Und dann nochmal versuchen, sofort, wenn ich oben bin, werde ich da runterspringen. Also ich sehe ihn noch nicht mal, der ist noch ein ganzes Stück da hinten. Ja, jetzt kommt er erstmal angelaufen. Weit hoch habe ich es nicht mehr. Der wird halt jetzt hochspringen und sein Feuerzeug machen. Würde ich jetzt mal annehmen, aber wenn ich jetzt sofort hier runter gehe. Okay, es hat mich nicht gekillt. Lass mich da runter, hier so, oder? Oh Mann. Ich glaube, es hat einfach keinen Sinn, da hochzugehen. Ich glaube, das ist nicht so gedacht, dass man das irgendwie in einem Kampf benutzen kann. Würde ich jetzt einfach mal schätzen, sag ich mal. Ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Was ich eigentlich auch gerne mal testen würde, ich werde das mal schnell testen. Das werde ich mal testen jetzt. Ich werde mich mal menschlich machen. Ich habe ja eh genug Menschlichkeit. Ich hoffe, dass mich niemand invasioniert, bis ich da bin, aber ist unwahrscheinlich, dass ich nicht invasioniert werde. Ich werde mich jetzt mal eben menschlich machen und mal gucken, ob es da jemanden gibt. Also nicht einen anderen Spieler, sondern ob es da nicht vielleicht sogar einen NPC oder sowas gibt, den man rufen könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht Gau rufen kann, wenn ich nicht invasioniert werde, was natürlich sein könnte. Das wäre ziemlich schäbig jetzt, aber meine Güte, dann werde ich halt invasioniert, wenn ich invasioniert werde. Das wäre mir eigentlich auch Wurst. Dann habe ich halt nochmal ein kurzes PvP-Duell. Auch wenn ich ungern jetzt ein PvP-Duell hätte, bevor ich da angekommen bin und sehe, ob da vielleicht nicht ein NPC ist, den man rufen könnte. Ich kann mir echt vorstellen, dass man Gau rufen könnte. Also es würde halt logisch Sinn ergeben, wenn man den für den Kampf sich holen könnte. Der hat ja auch den Drachen runtergeholt. Und von dem, was er sagt, es hört sich auch so an, als ob er sich langweilen würde und dass er gern mal wieder ein bisschen Action hat. Das könnte ich mir echt gut vorstellen, aber wahrscheinlich werden wir no such luck haben. Ich würde echt mal, also keine Ahnung, wenn da ein anderer Spieler ist, dann werde ich das auch mal versuchen, aber eigentlich hätte ich doch ganz gerne einen NPC hier für den Kampf gerufen. Schauen wir doch einfach mal. Nee, Hundi, mit dir will ich heute nicht spielen. Okay, haben wir hier irgendein Rufsymbol in der Nähe? Ich sehe nichts. Hier bei den Holzdingern vielleicht? Nö, sieht nicht so aus.
Ja gut, dann machen wir den halt alleine. Haben wir eigentlich eine Menschlichkeit nur verschwendet. Und versuchen es halt nochmal. Ha, wie gesagt, das ist echt der stärkste Boss-Drachen-Gegner, den ich bisher bekämpft habe. Würde ich jetzt mal einfach behaupten. Dass ich den also... Naja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob ich auch irgendwas falsch mache oder ich irgendwas übersehe hier gegen den Drachen. Vielleicht werde ich den auch, wenn es jetzt nicht klappt, erstmal stehen lassen. Und erstmal in der normalen Welt weitermachen und den ein bisschen nach hinten verschieben. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was ich machen werde. Ich weiß selber noch nicht. Eigentlich wollte ich rollen, aber es hat nicht mehr geklappt so wirklich. Warum jetzt auf einmal so viele Nahkampfattacken benutzt, weiß ich auch gerade nicht. Okay, damit er jetzt wieder sein Feuer raushauen kann. Es ist halt unmöglich, irgendwie seinen Schwanz zu treffen, weil er so wendig ist, der Drache. Jetzt könnte man auf seinen Schwanz draufhauen, aber jetzt ist er auch schon wieder weg, ne? Okay, ja, super. Und jetzt hat er mir super viel Schaden gemacht und macht direkt Feuer daher. Warum er jetzt zurückgesprungen ist, weiß ich echt nicht. Also das hat er davor eigentlich auch noch nicht gemacht. Nicht so oft zumindest. Man kommt halt auch nicht rum um das Vieh. Und jetzt macht er wahrscheinlich wieder das Feuer, das mich brutzeln wird. Ja, dachte ich mir schon. Und jetzt stehe ich halt direkt neben ihm. Ich weiß es echt nicht. Also ich weiß auch echt nicht, ob ich den Kampf hier gerade komplett falsch mache oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der Kampf erscheint mir echt bisher tatsächlich der schwerste Kampf im Spiel zu sein. Mit Abstand tatsächlich. Also. Was heißt der schwerste Kampf im Spiel? Man kriegt halt irgendwie nie so einen richtigen guten Spot, wo man draufhauen kann, weil er halt... Also ich könnte halt jetzt zum Beispiel draufhauen, aber dann trifft er mich halt mit sowas beispielsweise. Wenn ich da nicht Rolldodgen kann. Ahahaha. Ja, ich könnte wieder versuchen, meine Strategie mit hier Dingens, aber das war ja auch nicht so... What the fuck? Chill mal, Kumpel. Okay, jetzt haben wir ihn den ersten Schaden erstmal reingedrückt und kämpfen schon 5 Minuten oder so. Ja, ist ja alles im grünen Bereich. Okay. Ach guck, jetzt haben wir einen guten Spot, echt Schaden reinzudrücken. Okay, ich muss rollen. Okay, er macht doch kein Follow-up-Attacke. Jetzt macht er auf einmal so dumme Attacken. Oh. Wo ich ihm Schaden machen könnte, wenn ich es nicht verkacken würde. Ach, okay. Hä, das hat er auch noch nicht gemacht, dass er mitten im Flug gestoppt ist. Ach, da ist wahrscheinlich irgendwo eine unsichtbare Wand oder sowas gewesen. Und der ist in der Wand einfach hängen geblieben. Okay, jetzt muss ich mal kurz die Zeit, die ich nutzen hätte können, ihm Schaden zu machen, für den Estus nutzen, leider. Ist mir aber eigentlich sehr recht, wenn er hier so rangeflogen kommt. Oh. Puh, das war knapp. Das war richtig knapp sogar. Ich habe eigentlich Estus gedrückt, aber keinen genommen, aus welchem Grund auch immer. Ja, keine Ahnung. Jetzt macht er auf jeden Fall super viele andere Attacken und ich treffe trotzdem nicht, weil ich, keine Ahnung, weil ich nicht den Skill habe. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal mein letzter Versuch gegen den Drachen Kalamet. Es sei denn, der Versuch läuft jetzt ultra gut und ich kriege ihn fast tot oder so. Ansonsten würde ich den erstmal nach hinten schieben. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die ich machen kann. Oh. Jetzt macht er wieder Feuer. Ich müsste eigentlich schon außerhalb der Range sein, dann kann ich immer schnell Estussen. So, ich wollte ihn eigentlich anvisieren und nicht die Kamera drehen. Das war auch manchmal ein Problem. Okay. Ah, nicht gut. Ja, wenn man unter ihm ist, macht er halt immer diesen Move. Das heißt, man sollte sich auch nicht unter ihm befinden. Zumindest nicht lang genug, dass er diesen Move eben macht. Und wenn man unter seinem Schwanz ist, dann macht er auch so einen Move, wo er seinen Schwanz so runterhaut. Also
Das hatte ich schon mal in einem anderen Part gesehen. Ja, genau den Move meinte ich, glaube ich. Vielleicht war das tatsächlich der, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist schon mal sehr gut, wenn das nicht getroffen hat. Oh, ich glaube, ich habe ihn wütend gemacht und ich glaube, das ist bisher der beste Bosskampf, den ich gegen Kalamed hatte. Ups. Ich werde nochmal versuchen, in ihn reinzurollen. Okay, dann hat er keinen Bock drauf. Ja, ich bin extra in die falsche Richtung geroll-dodged, weil ich dachte, dass es eine schlaue Idee ist. War es aber scheinbar nicht. Glücklicherweise hat er mich jetzt nicht erwischt. Oh, jetzt macht er wieder den Feuerkäse. Ja, jetzt muss ich halt aufpassen. Oh, oh. Ja, der Kampf ist gerade ziemlich hektisch eigentlich und ich komme eigentlich ganz gut, es klappt gerade ganz gut, das ist, was ich sagen will. Mir fehlen gerade so, das war so dumm von mir, oh nein. Ah, zum Glück bin ich da noch nicht aufgestanden gewesen und zum Glück hat das nicht getroffen. Gut. Oder vielleicht habe ich es auch einfach erst so langsam raus, wann ich denn meine Schläge reinkriegen kann gegen Kalamed. Okay, puh, komm her, ruhig, ruhig, Drache, ruhig, ja, fein, okay. Und zack, ein Schlag drin und ich mach erstmal die Biene. Oder die, oh, ja, ja. Ah, man muss sehr viel rollen in diesem Kampf, wenn man nicht getroffen werden will. Ja, mach doch noch mal den Move, wo du an mir vorbeifliegen willst. Nicht den. Nicht die Feuer-Moves, die sind auch langweilig. Die sind außerdem leicht zu dodgen eigentlich. Ich sollte nicht zu überheblich werden. Das war nämlich schon öfter mal mein Tod, wenn ich dann zu überheblich geworden bin. Okay. Ja, der Feuer-Move ist echt leicht zu dodgen, weil er den super lange anzeigt. Und super deutlich auch, also... Das ist einer der Moves, die er echt richtig deutlich anzeigt. Ja, mach doch mal was anderes. Mach doch mal... Oh, nicht schon wieder Feuer, ey. Feuer ist doch langweilig. Mach doch mal was anderes. Mach doch mal was, wo ich dich dann hitten kann, nachdem du es gemacht hast, bitte. Irgendwas, wo ich gut in dich reinkomme. Ach. Das zum Beispiel... ist die perfekte Gelegenheit, dich tatsächlich zu killen. Ja, ein Hit noch und er ist halt weg, ne? Gut, dann hätten wir... Ja, draufhauen. Draufhauen, kein Unfug reden, draufhauen. Okay, vielleicht schaffe ich es ja noch tatsächlich den Ring zu wechseln, wahrscheinlich nicht, bin nämlich in sowas immer super langsam. Wo ist der Ring? Wo ist der Ring? Der hier, ja. Ring des Unheils haben wir bekommen. Okay, 72.000 Seelen, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, den Ring zu equippen oder nicht. Also schnell genug, das ist ja irgendwie... Das sollte ich mir vielleicht irgendwo hinlegen, wo der relativ weit oben oder unten ist, dass ich da nicht immer so durchdingsen muss. So, was haben wir denn bekommen? Ring des Unheils. Ring des Unheils, was kann der? Erhält doppelten Schaden. Mach ich jetzt doppelten Schaden oder was? Ah, den will ich mir mal angucken. Der Ring verzaubert von dem orangefarbenen Auge des Kalamed, dem Unheilsbringer. Verdoppelt den von seinem Träger erlittenen Schaden. Ein nutzloser Ring, der keinen Finger ziert, sollte am besten gut versteckt bleiben. Ja, ich würde sagen, den Ring werde ich mir vorerst noch nicht anziehen. Ach so, ein Drache hoch über dem Himmel, außer Sichtweite des bloßen Auge. Das sind Nachrichten von, also Developer-Nachrichten oder sowas, was wir hier gerade gesehen haben. Also nicht Developer, aber Nachrichten halt von, hast du nicht gesehen. Ach so, ich werde mich jetzt hier noch in dem Gebiet ein bisschen umgucken. Also ob hier irgendwie noch ein Secret ist oder so, ob man hier noch irgendwo runterspringen kann oder hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, ich denke, ich werde auch noch
Wenn, hä? Wenn nur Adlerauge hier wäre. Die Frage ist halt, ob man hier, ob es hier tief runter geht oder ob man hier halt tatsächlich runter kann irgendwie. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob das hier irgendwie... Aber ausprobieren will ich es jetzt eigentlich auch nicht. Ich habe 75.000 Seelen, die werde ich wieder in Zauber, Rüstsachen, Gear und so weiter investieren. Ich werde nicht leveln damit. Ich bin sowieso schon Level 96, was wahrscheinlich ein bisschen Overlevel ist. Deswegen lasse ich das ja erstmal mit dem Leveln, damit ich dann im New Game Plus noch ein bisschen Challenge habe. Außerdem wird es ja so sein, wenn ich ins New Game Plus gehe, dass die wahrscheinlich... dass ich wahrscheinlich eben alles nochmal machen muss und dass es eben dauern wird, bis ich leveln kann und so weiter. Ich muss mir auch noch irgendwann Gedanken machen, welche Rüstsachen ich hochrüsten will. Also ich habe ja... Also ich kann mal schon mal sagen, ich werde definitiv nicht die schwarzen Rüstsachen benutzen, weil die schwarzen Rüstsachen nicht upgradebar sind. Ansonsten, es gibt ja irgendwie so einen Wert, also wie heißt denn der Wert? Balance-Wert. Ich habe jetzt beispielsweise 0 Balance mit der Ausrüstung, die ich habe. Und ich habe gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr, man sollte irgendwie zumindest ein bisschen Balance haben, damit man nicht von jedem Hit gleich weggebolzt wird. Und ich weiß allerdings nicht, wie hoch der Balance-Wert ist und so weiter. Aber ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich zumindest ein bisschen Balance rankriege an meinen Charakter. Ein klein wenig, da werde ich mich noch informieren, bevor ich den Endboss töten werde. Also dann werde ich mal so ein bisschen mich tatsächlich informieren, welchen Balance-Wert man denn haben sollte, ob es da irgendwelche Breakpoints gibt und so weiter und so fort. Hast du nicht gesehen? Man kennt das ja. Ist ja tatsächlich ein echtes RPG, dieses Spiel. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich den Part hier noch nicht beende und hier noch rumlaufe und hast du nicht gesehen. Das hat den folgenden Grund. Ich möchte nochmal zu Gao gehen. Ich habe ja jetzt den Drachen getötet und ich bin mir 100%ig sicher, sogar 200%ig sicher, dass der uns nochmal was Interessantes dazu sagen wird oder so. Da wir jetzt quasi den Drachen für ihn getötet haben oder den, keine Ahnung, der wird uns vielleicht nochmal irgendwas geben oder so. Hast du nicht gesehen, ist ja oft so. Ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, ob man Kalame tatsächlich den Schwanz abschlagen konnte oder nicht. Keine Ahnung. Falls das ging, dann muss ich es halt im New Game Plus nachholen. Vielleicht auch nicht, ich weiß noch nicht. So, geschafft. Ja, eigentlich wollte ich nur nochmal ganz kurz hier hoch eben. Und dann werde ich offscreen mir Rüstsachen und Zeug kaufen mit den Seelen. Und das ist so der Plan. Gao, ich komme zu dir. Was hast du zu sagen, lieber Gao? Ladida, der Ring ist echt komisch, den wir hier bekommen haben. Warum sollst du nicht die Kacktür zumachen? Du solltest da hochklettern. Du solltest doch da hochklettern und nicht die Tür zumachen. Okay, hallo Gao. Gao-Leiter. Was hast du zu sagen? Thou hast defeated Calamite? Wondrously played. Lord Gwyn's blessing upon thee. That beast will never take to the skies again. This great bow? I shan't need it, but no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. But here, thy need outweighs mine. Geil. Haben wir jetzt erst auf den krassen Bogen von ihm bekommen? I suspect thou hast taken a gander at it. But the dark of the abyss, which swallowed poor Artorias, threatens to devour our entire land of Ulysseal. It seems that this dire fate is unavoidable, but seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. Now, do not mistake my words. I cherish my work. Wood carving is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth, how is the old chap, I wonder? Still hammering away, I should hope. Now, do not mistake my words. Er sagt immer noch das Gleiche. Ja, wir haben den krassen Bogen von dem Typen bekommen. Und, dachte ich mir schon, dass ich den nicht...
effektiv benutzen kann. Darum geht's ja gar nicht. Sondern, wo ist denn der? Ach so, hier. Naja, das Modell, das ich habe, ist ein bisschen kleiner als sein Modell. Ich habe das Ladies-Modell gekauft. So, kann ich den benutzen? Dafür brauche ich wahrscheinlich, kann ich wahrscheinlich nicht mit normalen Pfeilen benutzen können, oder? Ja. Okay. Nee, ich werde, wahrscheinlich brauche ich dann Gauss-Pfeile dafür, kann das sein? Gauss, großer Pfeil, geht das jetzt? Okay, probieren wir es mal aus. Tatsächlich. Ich will mal einfach einen schießen jetzt. Naja, ist jetzt nicht so riesig, wie ich erwartet hätte. Ja, finde ich jetzt nicht so interessant. Ich hätte erwartet, dass es cooler sein wird. Naja, man kann ja nicht alles haben. Dann werde ich mir hier wieder meinen normalen Bogen hinmachen. Mein Phasenbogen plus 10, den muss ich auch irgendwann mal hochleveln wahrscheinlich. Mach hier wieder die normalen Pfeile rein. Achso, ich habe gar nicht geguckt, ob der mir jetzt neue Sachen verkauft. Jauche-Küchlein, Heimkehrknochen, große Scherbe, kleine Scherbe, grüne Scherbe, Gauss-Pfeile, interessiert mich alles weniger. Ein paar Heimkehrknochen habe ich eh genug. Mehr als ich jemals brauchen werde. Ja, aber die Frage ist jetzt, ob wir tatsächlich mit Ola Sil durch sind oder ob es hier noch irgendwas zu tun gibt. Das ist eine gute Frage. Es gibt noch diesen einen Drop, an den ich nicht wusste, wie man rankommt. Da werde ich vielleicht mal irgendjemanden fragen, der es wahrscheinlich wissen wird, wie man an diesen Drop rankommt. Ich jetzt hier einfach runterspringen, ohne zu sterben. Nehmen wir mal an. Das wird gehen, das ging auch. Ich beende hier mal den Part. Ich werde, wie gesagt, mich mit den Seelen rumteleportieren und die ganzen Rüstsachen bei dem Typen unter der Brücke kaufen. Logan habe ich, glaube ich, alles Belt schon einmal gekauft, mindestens. Der verkauft die ja mehrmals und ich werde, wie gesagt, ich werde mein ganzes Zeug raushauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen, wo wir Kalamet bezwungen haben. Leider ohne seinen Schwanz abzuhacken, wobei ich mir gar nicht mal sicher bin, ob das überhaupt möglich ist, Kalamets Schwanz abzuhacken. Der Grund, warum ich das denke, ist, weil wir einen Ring bekommen haben, als wir ihn gekillt haben. Keine Ahnung, ob der uns noch irgendwie zusätzlich eine Waffe gedroppt hätte oder so. Kann ich echt nicht sagen. Naja, egal. Damit würde ich mich verabschieden und beim nächsten Mal werde ich dann irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau was. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.